Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Herr Kreuzer, Sie wollen die Kontrollen an der Grenze zu Österreich ausweiten. Sie behaupten wegen der Sicherheit. Ich sage Ihnen, tatsächlich ist es die Freizügigkeit in Europa, die Ihnen ein Dorn im Auge ist. Ihnen passt die ganze Richtung der europäischen Integration nicht. Sie wollen zurück zu einem Europa der Schlagbäume und der Grenzzäune und Sie blicken augenblicklich sehnsüchtig nach Österreich, wo die Große Koalition die Restbestände ihrer Werte entsorgt hat. Asylrecht abschaffen, Grenzzäune bauen, wie jetzt am Brenner, und die europäische Idee opfern in der Hoffnung, weiter die Macht zu behalten. Was passiert, wenn man rechtspopulistische Politik macht, um Rechtspopulisten zu schwächen? Das können Sie in der Tat im Moment hervorragend in Österreich beobachten. Was passiert in Österreich? Das fremdenfeindliche Gift spaltet die Gesellschaft und am Ende siegt das reaktionäre Original. Das hat die Wahl am letzten Sonntag gezeigt. Zumindest vorerst siegt das reaktionäre Original. Ich bin fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, für seine Überzeugungen zu kämpfen, für Menschlichkeit und für ein gemeinsames Europa. Und ich bin davon überzeugt, dass Alexander van der Bellen am 22. Mai der nächste Präsident von Österreich wird und nicht der Rechtsaußen Norbert Hofer. Denn wie ist die Konstellation? Auf der einen Seite die Rechten, die das Klima vergiften, und auf der anderen Seite die Grünen, die für Menschlichkeit und Weltoffenheit stehen. Und dazwischen stehen in Wien SPÖ und ÖVP, die sich ins Hemd machen und nicht mal in der Lage sind, eine Empfehlung für den liberalen Kandidaten auszusprechen. Und damit schwächen sie das Land und sich selber. Was machen Sie von der CSU? Sie würden sich am liebsten in die Zaunbaubrigade einreihen. Sie bieten gleich noch bayerische Polizisten an, um den Brenner dicht zu machen. Den Brenner, wissen Sie, was der Brenner bedeutet? Der Brenner ist das Symbol der europäischen Integration. Am Brenner zeigt sich, ob Europa eine Zukunft hat oder ob es zurückgeht in die Nationalstaaterei und in die Kleinstaaterei. Und das, was am Brenner im Moment passiert und zu dem Sie noch Schützenhilfe leisten wollen, im wahrsten Wortsinn, das verstößt gegen alle europäischen Regeln und das ist ein Schlag ins Gesicht für alle Europäerinnen und Europäer. Polizistinnen und Polizisten am Brenner ist auch ein Verstoß gegen unsere Verfassung. Da dürfen die gar nicht arbeiten und es ist außerdem vollkommen unsinnig. Vielleicht sollten Sie mal nachrechnen, wie viele Überstunden bayerische Polizeibeamtinnen und Beamten vor sich herschieben. Sie kommen mir vor wie einer, der kein Geld mehr hat und trotzdem eine Lokalrunde nach der anderen schmeißt. Die bayerische Polizei ist zuständig für die Sicherheit in unserem Lande und nicht dafür, Sie in Ihrem falschen politischen Kalkül zu unterstützen. Wir alle wollen den Terror bekämpfen und ihn an der Wurzel packen. Und wie wäre es, Kolleginnen und Kollegen von der CSU, wie wäre es, wenn Sie statt Zäune zu bauen, entschlossen gegen die Geldwäsche vorgehen würden? Wie wäre es, wenn Sie dem Terrorpaten Nummer 1, Saudi-Arabien, mal klar machen würden, dass Sie sein perfides Spiel nicht dulden? Wie wäre es, wenn Sie diesem Regime, es wäre besser, wenn Sie diesem Regime nicht auch noch Waffenlieferungen in Aussicht stellen, wie dies Herr Seehofer bei seinem letzten Besuch getan hat? Und wie wäre es, wenn Sie den Einwanderern bei uns ein echtes Integrationsangebot machen, anstatt ihnen zu signalisieren, ihr gehört ja sowieso nicht dazu. So packt man den Terror an der Wurzel, nicht durch mehr Schlagbäume. Schlagbäume bekämpfen nicht den Terror, sie bekämpfen die Freiheit. Sie, Kolleginnen und Kollegen von der CSU, Sie spalten unseren Kontinent und unsere Gesellschaften.
Und sie spielen denen in die Hände, denen ein modernes, weltoffenes, menschliches und vielfältiges Bayern ein Graus ist. Wollen Sie denen die Stirn bieten oder wollen Sie sie unterstützen? Das ist die Frage, auf die Sie eine Antwort geben müssen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Pause.